Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer und Berater der vedischen Astrologie. Ja, in diesem circa 15-minütigen Kurzvideo geht es um die Deutung der planetaren Konstellationen für Monat August 2016 anhand der Transite. Dabei möchte ich Ihnen zunächst zwei wichtige Informationen vorweggeben. Erstens, bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Deutungen abgeleitet sind von Ihrem Aszendenten, nicht von Ihrem Sonnenzeichen, das in der westlichen Astrologie ja viel wichtiger ist, aber in der vedischen Astrologie ist das Sonnenzeichen nicht sehr wichtig, sondern viel wichtiger ist der Aszendent. Sollten Sie diesen nicht kennen, dann teile ich Ihnen diesen gerne gratis mit. Dazu ist unterhalb des Videos ein Link für Sie vorbereitet, wie Sie mir Ihre Geburtsangaben schicken können und ich teile Ihnen dann umgehend und gratis Ihren Aszendenten mit, denn er bringt viel genauere Prognosen als wie die Deutung vom Sonnenzeichen aus, jetzt bezogen auf die vedische Astrologie, denn der Aszendent wechselt ja alle 2 Stunden circa am Tag und so ist er für eine genauere Prognose viel wichtiger. Dann zweitens, ein neuer Kanal in YouTube. Sie sehen hier den Link für die Hobby-Astrologen unter Ihnen oder auch Interessierte der vedischen Astrologie. Hierin werden nun jeden Monat neue interessante Informationen veröffentlicht, bezogen auf die vedische Astrologie. Das Ganze finden Sie auch zum Teil dann näher beschrieben in dem Blog, das ich Ihnen auch hier zeigen möchte. Ja, und Thema für den August 2016 in dem neuen Video, in diesem neuen Schulkanal, ist die Bedeutung der 9 Planeten der vedischen Astrologie. Ja, dann wären wir soweit. Und schauen uns mal an, wie steht es denn mit der planetaren Großwetterlage August 2016? Ja, wie ist es denn jetzt genau für den Skorpion? Dazu haben wir hier erstmal die Tabelle und hier sehen wir wichtige Veränderungen. Mars, der Herrscher des Zeichens Skorpion, ihres Aszendenten, geht in Haus 2. Also wird das Thema Haus 2 sehr wichtig in dem Monat August. Außerdem sehen wir, dass die Sonne, die sie ja auch mit ihrem Lebenspfad und ihrem Körper repräsentiert, sprich damit sie repräsentiert, im 10. Haus und im 11. Haus ist. Das 11. Haus wird ja auch sehr stark besetzt. Deswegen habe ich genannt, Themen, die wichtig sind für den Skorpion im August: Karriere, Ziele und Belohnung. Wir wollen uns das jetzt weiter im Detail anschauen. Wir beginnen damit mit dem König der Sonne im Horoskop, ja. Und das bedeutet, dass die ersten 3 Augustwochen sehr stark davon gezeichnet sind, dass sie sich um ihre Karriere kümmern wollen. Sie wollen mit ihrer beruflichen Perspektive nach vorne kommen. Und so werden sie als besonders engagiert und tatkräftig nun darin wahrgenommen, wie sie in ihrer Karriere vorwärts kommen. Das 10. Haus steht aber nicht nur für die Karriere, es steht auch für diejenigen, die beispielsweise nicht mehr in einem Beruf stehen, für Regierungsdienste, Behörden, öffentliche Stellen. Ja, vielleicht haben Sie mit diesen jetzt mehr zu tun und müssen hier mit bestimmten Ämtern oder so, ja, Verhandlungen führen. Für diejenigen, die auch angestellt sind, könnte das 10. Haus sich in der Form zeigen, dass sie nun auch mehr Kontakt haben mit Vorgesetzten oder Führungspersönlichkeiten.
Auch diese sind jetzt mehr präsent auf ihrem Lebenspfad. Aber das 10. Haus, primär so wie sie das mir zeigt, will die Energie dahin gehen, dass sie zu mehr Verantwortung, ja, zu mehr Status, zu mehr beruflicher Perspektive kommen, und darin wird ihr Engagement hineingehen, dass sie in der Öffentlichkeit, im Außen einfach im Zusammenhang mit ihrem Beruf mehr präsent und erfolgreich wahrgenommen werden. Ja, eine Besonderheit, die wir haben für den Aszendenten Skorpion, und zwar haben wir ja Vollmond, ja, diesen Monat August am 18.8. Der Vollmond in Haus 4 im Wassermann ist ein günstiger Transit für die Skorpione. Das bedeutet, jetzt muss ich genau auf den 18. sein, aber zwischen dem 17. und 19. August sollte für sich für Sie etwas Günstiges zutragen. Etwas, was Sie mehr erfüllt sein lässt. Etwas, was Ihnen von innen heraus etwas ganz Besonderes gibt. Etwas, was Ihnen Ihre Gefühle in Wallung bringt, Ihre Lebensfreude wachsen lässt. Ja? Das ist mit dem Vollmond im 4. Haus. Ja, ich habe bei mir auch gleich nachgeschaut. Ich bin da gerade mitten auf einer Wellness-Geschichte zu den Tagen. Naja, könnte ja gut zusammenpassen. Dann schauen wir weiter. Und zwar Mars. Ja, das ist selbstverständlich wichtig für die Skorpione, denn der Mars ist ja Herrscher des Aszendenten Skorpion in der indischen Astrologie. Und der geht jetzt raus aus dem Skorpion Anfang August und wandert wieder, wo er schon mal war, in den Schützen. Das heißt, das Geldhaus, das 2. Haus, ja, das ist deswegen auch wichtig, weil da haben wir ja schon längerfristig darin Saturn. Der macht ja da eine Arbeit über 2,5 Jahre. Und jetzt kommt der Aszendentenherrscher Mars dazu. Das bedeutet, die Art und Weise, wie Sie Ihr Geld verdienen, wird im August wieder ein Thema. Sie überlegen sich, wie Sie Ihr Einkommen noch mehr in Übereinstimmung mit Ihrer wahren Wesensnatur generieren können. Sie haben ein gesteigertes Interesse an Ihrer materiellen Stabilität. Sie werden sich noch mehr fragen, was brauche ich wirklich? Und auf der Basis werden Sie sich auch überlegen, wenn Sie dann wissen, was Ihnen wirklich wichtig ist, was Sie brauchen, um materiell sicher zu sein, wofür Sie sich dann auch verantwortlich fühlen. Ja, ist klar. Denn Sie werden sich ja nur um die Dinge kümmern, die für Sie eine Ressource, eine Bedeutung, einen Nutzen haben. Dann werden Sie sich dafür engagieren. Das bedeutet, mit Mars und Saturn könnten Sie auch nochmal sehr gut Ihre Ressourcen durchchecken und hier Dinge in Ordnung bringen, ja, mal klar Schiff machen, was Sie also wirklich aus Ihrer Sicht benötigen. Saturn in Haus 2, er unterstützt jetzt nicht unbedingt, dass die Haushaltskasse überläuft, aber er unterstützt, dass man viel mehr mal in der Tiefe prüft, ja, was ist denn wirklich nötig, ja, was braucht man denn wirklich, ja, um erfüllt und glücklich sein zu können. Und da Mars eben jetzt hier auch reingeht in das 2. Haus, wird das Thema noch mehr wichtiger. Und selbstverständlich, das 2. Haus hat deshalb viel mit dem Thema Geld zu tun. Und zwar Geld nicht in Form dessen, was Ihr Vermögen ist, sondern Geld in der Form, was Sie brauchen, um Ihre Verantwortlichkeiten regeln zu können. Das ist das laufende, das flüssige Geld, das Sie brauchen. Miete bezahlen, Autoversicherung, Telefonkosten, Kreditrate, was weiß ich, Krankenkasse, Steuern. Das, was einfach zwingend ist, ja. Wir reden jetzt nicht über die
1.000 € Leasingrate für einen 5er BMW. Ja, das ist zwar auch eine Verantwortlichkeit, die man übernommen hat, aber das zweite Haus geht mehr in die Richtung, was ist wirklich nötig. Ja? Ja, also das wird auch ein Thema. Und dann haben wir ja hier noch interessant eine ganze Batterie von Planeten in ihrem 11. Haus. Das 11. Haus, darin haben wir die Venus, Merkur, Jupiter und Rahu, den nördlichen Mondknoten. Deswegen habe ich es auch genannt Belohnung, weil das 11. Haus spiegelt auch wieder oder betont, dass Dinge zu Ihnen kommen können. Und zwar in Abhängigkeit dessen, wie Sie in Ihrer Vergangenheit Ihren Lebenspfad gegangen sind, ob Sie sich um Ihre, also wenn Sie sich gut um Ihre Dinge gekümmert haben und wenn Sie an Ihrem Vorwärtskommen gut gearbeitet haben, dann ist jetzt das 11. Haus auch ein Stück weit Belohnung. Und ich muss gerade wieder an meinen Wellnessaufenthalt denken, ja. Ja, Venus in Haus 11, ja, heißt so quasi Wunscherfüllung im Zusammenhang mit Wellness. Aber gut, da sieht man es wieder, gell? Das bedeutet, das 11. Haus fördert, wie Sie sich jetzt mal im August um Ihre größten Wünsche kümmern, ja. Das 11. Haus unterstützt, wie Sie auch Belohnung erfahren, ja. Oder vielleicht auch in finanzieller Hinsicht ist das gut, ne? Dass ihr Einkommen ja gefördert wird. Ja? Das 11. Haus steht deshalb auch für Wertschätzung, die sie durch die Gesellschaft erhalten. Dies kann bei einem Arbeitnehmer, der nebenbei Gewerbe hat, dadurch bedingt sein, dass meinetwegen mehr Aufträge kommen oder beim Selbstständigen halt mehr Gewinn kommt. Ja? Oder dass 11. Haus steht aber auch dafür, dass Sie mehr die Idee haben, wie Sie sich an Gruppen oder Vereinigungen anschließen können. Ja? Auch darin wollen Sie Informationen, Merkur, Ihr Glück, Jupiter, Venus, Wohlgefühl holen jetzt. Ja? Das 11. Haus steht aber auch für Ihre Projekte. Das sind eher die langfristigen Ziele, ja? Verbunden basierend auf Ihren größten Wünschen. Und Sie sind ja auch hier hergekommen, um sich Ihre größten Wünsche im Leben zu erfüllen. Und deswegen ist das 11. Haus auch sehr wichtig, dass Sie sich diese auch mal bewusst machen. Schauen Sie sich mal in Ihrem Horoskop das 11. Haus an, wo der Herrscher, und zwar ist das ja in dem Fall der Merkur, wo der in Ihrem Geburtshoroskop steht, das wird Ihnen schon einiges an Aufschluss darüber geben, was so Ihre größten Wünsche mit welchem Lebensbereich die verbunden sind. Also wo Merkur bei Ihnen im Horoskop steht, ja, weil das ist der Herrscher des 11. Hauses, was ich ja jetzt nicht so sehen kann. Aber wir sehen, es wird getriggert, das 11. Haus jetzt durch viele Planeten. Von daher ist es ein Thema, aber auch Gruppen, Projekte, Titel, Abschlüsse, Gleichgesinnte, Vereinigungen, ja, Wertschätzung, Einkommen, Gewinne, Ansehen. Das sind alles Themen, die aber auch wichtig werden für den Skorpion im Monat August 2016. Ja, das war dann soweit der kommende Monat für Sie. Nur zum Schluss nochmal die Erinnerung. Bitte beachten Sie, dass die Deutung dieser Monatsvideos vorgenommen wird von Ihrem Aszendenten, nicht von Ihrem Sonnenzeichen aus. Und zweitens, für Sie ein besonderes Angebot, nämlich eine Gratisinformation mit weiteren Informationen zur vedischen Astrologie. Diejenigen, die eben mehr wissen wollen über Deutungstechniken, wie man einen Chart lesen kann anhand der vedischen Astrologie oder wie man eben mehr überhaupt über die vedische Astrologie erfahren kann, bekommen dort jeden Monat nun neue Videos. Gestartet wurde letzten Monat und diesen Monat gibt es auch neue Themen darin. Ja. Dann darf ich Ihnen wieder einen fantastischen
August wünschen. Ja, einen fantastischen Monat. Und ein Highlight meines Erachtens in dem Monat wird eben sein, wie die Jupiter-Sonde Juno neue Offenbarungen bringt über das Aussehen und den Zustand und Bilder von Jupiter. Sie sehen hier einen Link, wie Sie die Annäherung der Sonde Juno auf Jupiter von der NASA eben dargestellt haben. Es ist also original, wie sich die Sonde auf den Jupiter zubewegt hat, der ja zwischen 500 und 900 Millionen Kilometer von uns entfernt ist. Ich glaube, 5 Jahre war sie unterwegs. Eine spannende Sache. Wir freuen uns auf tolle Bilder und tolle Messergebnisse und aber Ihnen vor allem einen fantastischen August. Und ich freue mich schon wieder auf Ende August, wenn es dann wieder darum geht, September 2016 gerne für Sie zu deuten. Bis dorthin.